Hey Leute, willkommen bei Let's Play Dark Souls Prepare to Die. So hätte es geklungen, wenn dieses Spiel einigermaßen spielbar gewesen wäre. Ich habe es mir für den PC gekauft. Wie ihr seht, Prepare to Die Edition ist die PC-Version. Aber irgendwie ist mir jetzt nicht so ganz klar, was FromSoft seit Ankündigung dieser PC-Version generell hier gemacht hat. Das Spiel ist 0,00 gar nicht auf den PC angepasst. Angefangen davon, dass es startet alleine schon mal im Fenstermodus. Ich habe es jetzt auf Vollbild gestellt. Trotzdem ist mein zweiter Monitor nicht gesperrt. Ich kann während des Spiels immer noch auf meinen zweiten Monitor mit der Maus fahren. Hat zur Folge, wenn ich da irgendwie hinklicke oder einfach nur rüberkomme und will zuschlagen mit der linken Maustaste, minimiert sich mein Spiel. In Dark Souls gibt es keine Pausenfunktion und ich werde sterben. So, das ist im Grunde das, was dann passiert in diesem Moment. Punkt 2, warum es unspielbar ist, ist einfach die Umsetzung auf die Tastatur-Maussteuerung. Alleine die Maus ist so verdammt übersteuert. Ich weiß nicht, was die Leute da gemacht haben. Ich ärgere mich gerade um jeden Cent, den ich dafür bezahlt habe. Die Maus standardmäßig Empfindlichkeit 5 eingestellt. Da kann man da gar nichts mit anfangen. Man kommt nur kurz gegen die Maus, bewegt sie noch nicht einen Millimeter und die Kamera dreht sich um 180 Grad. Ich habe die Empfindlichkeit auf 0 runtergestellt. Es ist immer noch nicht wirklich besser oder spielbar. Es geht immer noch viel zu schnell. Blocken ist damit nicht möglich. Den Gegner umzirkeln ist damit nicht möglich. Wirklich angreifen ist damit nicht möglich. Sobald man sprintet, kann man auch nicht mehr steuern. Aus dem einfachen Grund, weil sobald man die Maus bewegt, rennt er direkt irgendwo gegen die Wand oder fällt irgendwo runter. Ich bin gestern verzweifelt, wie ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe. Und das nicht, weil es mir zu schwer ist, sondern weil es einfach nicht so funktioniert auf dem PC. Natürlich, ich könnte jetzt einen Controller anschließen. Nein, könnte ich nicht, weil ich keine Xbox habe und keinen Xbox-Controller und mir das nicht kaufen will und die PS3-Controller nicht so 100% auf dem PC funktionieren. Aber alleine schon, dass im Tutorial von diesem Spiel alle Tooltips auch auf Konsolensteuerung stehen. Was bringt es mir zu wissen, dass ich beim Drücken der R1-Taste oder der RB, was weiß ich, wie es auf dem Xbox-Controller heißt, die und die Funktion bekomme? Was nützt mir das als PC-Spieler? Ich bin sehr enttäuscht von dieser Version. Ich werde das nicht so let's playen. Ich werde es im Auge behalten, ob es dazu irgendwann ein Patch geben wird. Dazu mal vor Release eigentlich schon FromSoft gesagt hat, nein, wird es nicht und wir bringen das jetzt so raus, weil wir müssen einen Termin einhalten. Alleine da hätte ich schon mal hellhörig werden müssen. Aber die ganze Zeit war ja nur von der Rede, dass die Grafik nicht 100% auf dem PC angepasst ist, sondern es immer noch die Auflösung von der Konsole ist. Damit hätte ich leben können. Damit hätte ich sogar gut leben können. Aber die Steuerung macht das Spiel unspielbar. Und dann kommt das noch dazu, dass der zweite Monitor nicht gesperrt ist. Ich will nicht jedes Mal meinen Monitor abhängen, nur damit ich Dark Souls spielen kann. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mein zweiter Monitor, da laufen meine ganzen Programme drauf, dass ich sehe, nimmt es überhaupt auf? Nimmt es das Richtige auf? Das funktioniert so nicht. Es tut mir zwar leid für jeden, der sich auf dieses Projekt gefreut hat, aber das werde ich mir nicht antun. Und es kotzt mich jetzt schon an, dass es auch wieder ein Windows-Live-Spiel ist und ich das Ding einfach nicht wieder verkaufen kann. Also, FromSoft, da müssen wir nochmal drüber reden. Das gibt die nächste Petition. Das sage ich euch gleich. Gut, tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen uprage, aber das geht gar nicht. Bleibt trotzdem anständig, schaut meine anderen Projekte und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in Dark Souls Prepare to Die, aber im Moment nein. Nur zur Information. Bis dann!